Da sind wir wieder schön in unserem Limsalalumsa, Lalumsa, Lalala, Lalaland und rinnen die Hermetiker-Gilde. Damit wir da endlich mal unseren Job erlernen können. Geometrie, Mathematik, Mathemagie. So. Ja, ich möchte. Geil, gibt's Rosinen. Oh, ich kann sie nicht sehen. Die Kamera akzeptiert es nicht. Ah. Sie. Wieso erinnert die mich jetzt auf einmal an eine Mathelehrerin? Ich habe zwar nicht verstanden, was du gerade von mir wolltest, aber ich will trotzdem bei eurem coolen Club mitmachen. So, das ist unsere erste Quest. Easy. Easy. Aber erstmal. Komm raus, mein kleines. Oh, so süß. So, wir müssen jetzt so den Weg ins untere Lanoskea finden. Das sollte doch einfach sein. Ah, siehst du, ich muss erstmal wieder nach oben. Easy. Wir haben da oben noch keinen Stein reaktiviert, das heißt, wir müssen laufen. Jetzt ist dann hier ist unsere Fischergilde. Wir erkunden ja noch alles. Ganz ruhig. Und dann noch der Postmogri. Ich will nämlich meine Sachen aus meiner Post haben. Ist hier übrigens richtig scheiße, Architekt. Architekturmäßig ist es ja einfach nur alles scheiße eingerichtet. So, Restaurant Bismarck, Kochgilde. Holen wir uns da oben die Marodeurgilde auch direkt im Korallenturm. Das Marodeure sind die Tanks, das sind die mit der dicken Axt. Hui! Wee! Wee!
zur ertränkten Sorge. Ja, komm, da gebe ich direkt mal die Hauptstory ab. Alles wertvolle EP. Ja, ich habe schon ganz viele Freunde gefunden. Danke der Nachfrage. Bin ich ein Kind oder was? So, bin ich Level 3, muss aber für die Quest Ackerpiraten Level 4 haben. Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt bin ich da durch. Ah, da ist er. Da ist er, Postmogri. Es ist nicht mein Hauptaccount, das ist mein zweiter Account. Den spiele ich jetzt nur für hier das Let's Play. So, da kommen natürlich jetzt die ganzen Sachen, die ich mir hier schon mal frei erspielt habe. Ja, du bist der Postmogri, sehr schön. 18 neue Briefe sind angekommen. Und da gucken wir es mal, was wir uns da rausnehmen. Das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir noch nicht. Das ist noch nicht wirklich. Das ist noch nicht wirklich. Das später. Nein. Ja, das gibt nämlich Teleport-Tickets. Brauchen wir ja so noch nicht. Hier ist selber. Das nehmen wir aber schon mal mit. Wegen der Haarklammer, die gibt EP-Bonus. Das brauchen wir noch nicht. Das ist nochmal die Haarklammer. Wisst ihr was, die nehmen wir einfach schon mal mit. Reittiere oder Begleiter oder so. So, haben wir es nämlich erstmal. Die Freundschaftshaarsprache bis Level 25. Gibt den Routine-Bonus. Und die geilen Menfina-Ohrringe, die geben bis Level 80 Bonus. Und solange werde ich auch keine neuen Ohrringe brauchen. Da ist ja die Feder sitzen. Nice. Mhm. So, jetzt kriegen wir erstmal ordentlich einen EP-Bonus. Das sind alle Klassen, die es gibt. Hier können wir in Limsa später den Blaumagier freischalten, den Tänzer, den Schurke, der Gelehrte wird automatisch freigeschaltet und den Marodeur. So, jetzt haben wir aber den EP-Bonus. Jetzt wird hart gelevelt. Wir kennen das, was wir töten müssen, immer diesen kleinen Kuh da oben drauf. So, was haben wir hier? Schimmerschild. Du lässt dein gerufenes Karfunkel Schimmerschild ausführen. Und es ist damit eine Barriere um dich errichtet und Schaden. Okay. Und dann hauen wir drauf.
lohnt sich auch bei sowas immer erst die, nein, nein, nein. Immer erst die gleichen anzugreifen, wenn man dann nachträglich immer noch einen Routine-Bonus bekommt. Und interessiert war ich in dem Hermetika deswegen, weil der wurde mit dem Update komplett verändert. Ich bin neugierig, wie er sich jetzt spielt, aber bisher noch gleich. Oralia Siase. Sind da hinten. Hier haben wir direkt einen Fade. Krötenplage Stufe 4. Wenn den da jemand macht, schließen wir uns an. Ne, ein NPC, die können nicht wirklich viel. So, warte. Erstmal ein bisschen Platz machen. So, jetzt können wir uns hier Begleiterverzeichnis und kleinen Begleiter holen. Der macht nichts, der sieht nur süß aus. Da hinten sind sie, Qualis. Ich werde sie Schwabbelschwabbel nennen. Und ich werde Schwabbelschwabbel töten. Funkt eigentlich irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Da haben wir sie. Sehr schön, die sind tot. Wir sind sogar Level 4 aufgestiegen. Sehr schön. Könnten uns jetzt teleportieren, wenn wir faul sind. Sind wir auch, aber wir wollen uns die Teleport-Tickets auch aufbewahren, weil später gibt es dieses lästige hin und her und hin und her für jeden kleinen Scheiß. Jetzt kann ich euch mal direkt, weil jetzt haben wir die Gelegenheit. Und dann nehmen wir erstmal die neue Quest an. Wir nehmen jetzt erstmal die neue Quest an. Damit wir das nicht vergessen. Gehen dann nämlich hoch zur Hermetiker-Gilde. Um die Quest abzugeben. Da können wir übrigens dann alle 5 Level eine neue Quest annehmen. Hier gibt es erstmal neue Schüchen. Schuhe. Das Anfangsequip, ich meine. Man kennt das in Rollenspielen. Wir können es auch direkt die Kohle mitnehmen, aber ja, schwierig. Einerseits brauchen wir Equipment, andererseits brauchen wir Kohle. Aber wir nehmen uns erstmal Equipment. Also wir nehmen überhaupt erstmal die Quest an. Dafür
dafür müssen wir auch schon direkt wieder raus. Sehr schön. So. Zeige ich euch jetzt mal das Schnellreisesystem. Das ist nämlich ganz hübsch. Dafür brauchen wir hier den Eteriten. Und wir sagen, wir wollen zur Hermetiker-Gilde. So, und schon sind wir da. Gehen hier hin. Willkommen zurück. Du hast die Aufgabe erledigt, die kleinen Viecher zu töten. Hast du super gemacht. Und wir haben das Bestiarium. Das ist sehr cool. Das sollte man auch schnell machen. Geht von 1 bis 50. Also bis Level 10, bis Level 20, 30, 40, 50 hoch. Gibt gut EP. Und am Ende gibt es dann einen Ring, der speziell für die eigene Klasse gemacht ist. So. Oh nein, da müssen wir noch nicht hin. So, wir müssen jetzt zu den Sommerfurzhöfen. Hinten in Zentrale Naloskea. Gut. Dann rennen wir mal. Schönste an Online-Rollenspielen ist, man drückt auf R und es läuft einfach automatisch. So noch ein bisschen mit der Maus gegenlenken. Rein in den Hauptplatz. Haben wir eigentlich schon einen Titel, den wir ausrüsten können? Nö, schade. So, zentrales Lanoskea, da sind wir. Da sehen wir auch, jetzt haben sie so Münzen über dem Kopf. Das bedeutet, du brauchst sie für dein Bestiarium. Und zwar von den 3 Stück. Ich glaube, mit meinem 80er habe ich das bis heute noch nicht abgeschlossen. So, und das gab jetzt ordentlich einen EP-Schub. Hier 180 Routine. Und wir können jetzt den nächsten Job, Klassenjob, schon direkt machen. Übrigens, man ist in diesem Spiel durchgehend überlevelt. Pew! Pew! Hier sind dann auch so Elite-Mobs. 50er. Die greifen wir nicht an. Nein, nein, nein. Die nicht angreifen. Sind übrigens nicht alle Gegner hier auf dem Kontinent, wo wir uns befinden. Ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Level wird das so sein, dass die Gegner auch auf anderen Kontinenten erscheinen. So, da seht ihr Flächenschaden. Das sind halt Gegner, die greifen nicht nur automatisch an. Die greifen auch so unehrenhaft mit Magie an. Da oben müssen wir, glaube ich, hin.
aber noch casten sie so langsam, dass wir da mit Leichtigkeit ausweichen können. So. Sieht doch schon ganz gut aus. Dum, 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 dum. Ah, euch muss ich nicht töten. Seid froh. So, hier haben wir Schokobufferlei, damit können wir auch zwischen den Orten hin und her reisen. Das kostet ein bisschen. Mogri-Post und Reparatur, aber noch ist unser Equipment gut. McFire trainiert gerade seine neuen Skills. Fleißig, fleißig. Lobhaft, lobhaft. Oh, hier ist erstmal der Etarit. Harmonisieren, jetzt können wir von Limsa hierhin immer hin und her reisen. Zelt ist auch hier, wir haben Teleport erlernt. Da. Seht ihr zwar direkt, es gibt noch viel mehr Regionen. Da kommen wir alles noch hin. Kommen wir überall noch hin. Es kann sich nur um Monate handeln. Wegen den Prima-Es? Wegen den späteren Raids oder so? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aha, aha. Finde ich auch echt optisch schön gebaut hier mit den ganzen Felsdingerchen. Und du bist? Okay, Meister, okay. So, ich möchte die Lederschuhe haben. Wobei. Ja, okay, die machen Intelligenz und Wille hoch. Da sind die schon besser als das, was wir haben. Minimal, aber trotzdem besser. Und zack, Level 6. So, wir tragen die neuen Schüchen. Oh, okay, hier ist was Neues. Deine Meisterschaft über die Äther-Infusion. Argumentiert dein Trance-Balken. Besagte Infusion und ihre Dauer nun anzuzeigen. Besteht aus dem Rubin-Arcanum und wird dazu genutzt, um die Rubin-Beschwörung durchzuführen. Wird dir das Topas-Arcanum gewährt und mit der verbesserten Äther-Infusion 2 das Smaragd-Arcanum. Okay. Für Wildenschein und Edelglanz. Aha. Ätherinfusion. Du gewährst dir selbst eine Ätherinfusion und erhöhst damit den Attackewert von Ruin, Ruinra und Ruingar um 50 und den von Elementar Corona um 20. Rubinbeschwörung. Du rufst einen Rubinkarfunkel an deine Seite und lässt es Rubinfunkeln ausführen. Was es zum Ziel schnellen lässt und mit feuerbasierten magischen Schaden zufügt. Okay. Und Juwelenschein. Erdbasierter Windäther. Ja. Oh. Klingt lustig. Will ich direkt mal ausprobieren. Oh, hier gibt es ein neues Buch. Nett.
Stell wird der Vorsteher der Sommerfurzhöfe, möchte dich anheuern, aber zuerst will er sicherstellen, dass du auch angemessen ausgerüstet bist. Ich muss eine komplette Rüstungsstufe 5 tragen. Ja. Okay. Da machen wir jetzt erstmal die Ätheriten-Quest. Weiter können wir uns sogar zu, kostenfrei zurückporten. Stimmt ja, das war die Kacke, wo man erstmal eine komplette Rüstung brauchte. Hier mal schauen. Spielt aber gerade keiner. Gut, dann geht's jetzt erstmal zurück zur Hermiten. Hermetiker-Gilde. Und in der nächsten Folge schauen wir dann an, was wir hier für eine Quest finden und wie wir uns ausgerüstet bekommen. Bis dahin.